Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Semmelknödel mit Speck und Käse. Ist auch wieder eine Verwertung von alten Brötchen, wie in den letzten Videos schon. Für die Semmelknödel brauchen wir 4 Brötchen, 2 Zwiebeln, 2 Eier, 150 ml Milch, 200 g Speck, 50 g Butter, dann 200 g Gouda, könnt ihr auch geriebene nehmen. Ich reibe nachher selber, Salz und Pfeffer. So, als erstes kümmern wir uns darum, dass wir die Brötchen ein bisschen klein schneiden. Damit das wieder ein bisschen Feuchtigkeit annimmt, damit wir es formen können, werden wir jetzt die Milch warm machen und dann so 20 Minuten lang quellen lassen. Das schmelzen wir auch noch und tun sie auch noch mit dazu. Damit so schön die Butter aussaugt. Fett. Oh. Während das Ganze vor sich hin quillt, kümmern wir uns um die Schnippelarbeit, die Zwiebeln, den Speck und den Käse klein reiben. Zum Kleinmachen vom Käse nehmen wir jetzt eine Reibe. Ich habe hier eine richtig geile mit Kurbel, aber geht auch jede andere normale Reihe. Ja, wenn wir soweit alles vorbereitet haben, nehmen wir jetzt uns eine Pfanne, packen den Speck ein, lassen den schön aus und dann schmeißen wir noch die Zwiebeln mit dazu, dass sie noch so ein bisschen anschwitzen, glasig werden. Also haben wir so eine richtig schöne Zwiebelspeckschwitze. So, jetzt werden wir die Brötchen mit dem Speck, 2/3 vom Käse, Eier, Salz, Pfeffer schön zusammen durchmatschen. Danach Kugeln formen. Ja, unser Käse-Speck-Knödel, den lassen wir jetzt noch mal kurz ruhen und in der Zeit kochen wir einfach schon mal ein bisschen Wasser. So, machen wir gleich noch ein bisschen Salz dran. So, wenn das Wasser jetzt schön kocht, schmeißen wir es ins kochende Wasser, stellen es dann aber gleich runter, dass es einfach nur im warmen Wasser langsam gar wird. Ansonsten kann es passieren, dass es uns zerkocht. Und jetzt mal wieder die Zahl des Videos, 20 Minuten etwa, langsam vor sich hin köcheln lassen und dann müssten sie gar sein. Wie ihr sehen könnt, der Käse ist richtig schön geschmolzen, schön ein paar Speckzwiebelschwitze drauf und jetzt lassen wir uns unsere fluffigen Semmelknödel schmecken. Also mir reicht's, wenn man einfach die Semmelknödel mit dem Käse und dem Speck mir auf dem Teller tut. Ich brauche da nichts weiter mit dazu. Das ist saftig, salzig, cremig. Das ist richtig. Ja, es reicht als Hauptgang, würde ich fast behaupten. Klar, so der schönes Eisbein mit dazu wäre auch. Aber muss nicht sein. Es reicht doch so, ganz einfach. So Leute, wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ein schönes Dessert macht aus altem Brot oder Brötchen, dann habe ich unten 2 Videos verlinkt, einmal Brotsuppe, einmal Brotpudding. Brotpudding ist ein bisschen missverständlich, ist so eine Art Kuchen am Ende. Guckt es euch auf jeden Fall an, ist auch sehr lecker und einfach. Und ansonsten würde ich mich noch über ein Däumchen nach oben freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!